so sauberen Fluss, ja, wenn ich mir das Wasser so angucke, schön braun. Wir haben aber ja leider keine andere Möglichkeit. Seid froh, dass ihr nicht das Gesicht des Kameramanns seht. Der bekommt gerade den Würgereiz. Fetten Teil für Aufnahme läuft. Willkommen in Tasmania. Am Steuer sitzt, große Überraschung, Hendrickse. Wunder! Das sieht richtig gut aus hier. Oh, gibt ja hier langlaufen auf dem. Welche Nummer, weil ich keine Nummern draufschreibe, ich noch gar keine Ahnung habe, wie ich das mit den Vlogs mache. Wir sind in Tasmania und wir haben gerade, oder ich persönlich, habe gerade mein erstes Känguru gesehen, was ich schon fast hätte anfassen können. Also es hat sich irgendwie überhaupt nicht stören lassen beim Essen. War sehr geil, das war so die erste Attraktion, die kostenlos seit wir gestern hier angekommen sind. Die erste Nacht, die war ganz in Ordnung, Füße ein bisschen kalt, aber ansonsten sehr, sehr cool. Also meiner Meinung nach eigentlich sehr geräumig in dem Teil hier. Das Fahren ist ziemlich easy. Ich verwechsel manchmal noch die Straßenpiste, aber hier ist so wenig Verkehr, das ist eigentlich, da kann man schon mal vom Herzen. Ja, ansonsten geht es jetzt zum nächsten Zeltplatz. Circa 2 Stunden entfernt, oder? Ich denke 3. 3, 2, 3 Stunden, ja, je nachdem, ob du Stopps machen oder nicht. Ansonsten Landschaft, 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 nur Landschaft. Hammergeil. Und Haufen Strände, wo man sich denkt, Alter, das kann dein Privatstrand sein. Also, weil keine Sau ist da. Hammer. Ich war jetzt gerade eben bei dem Strand, wo wir auch das Klingel entdeckt haben. Der Sand, der war schon fast weiß. Also, boah. Hammer, Hammer Location auf jeden Fall. Da habe ich auch jetzt mein nächstes Tutorial gemacht und ich hoffe, es gefällt euch. Haut rein, das war's erstmal für mich. Jo Leute, macht man ja auch nicht alle Tage, hä? Mit so sauberen Fluss, ja, wenn ich mir das Wasser so angucke, schön braun. Wir haben aber ja leider keine andere Möglichkeit. Seid froh, dass ihr nicht das Gesicht des Kameramanns seht. Der bekommt gerade den Würgereiz. Aber okay. Wir sind eben Backpacker. Ja, so ist das Camperleben, würde ich mal sagen. Ja. Wir haben ja wirklich anscheinend keine andere Möglichkeit da hinten. Vor allem das Mieseste ist ja eigentlich, hier ist grüne Fläche und alles, alles schön. Wir sind so ziemlich die Einzigen, weil der da hinten, keine Ahnung, was der macht, hinter dem Rumpeln. Und das Witzige ist aber, hinter dem Gebüsch dort ist ein Restaurant und ein Spa, ein Gym, Tennisplatz, ein Pool, Unterkünfte. Irgendwie 3 verschiedene Arten, so Standard, dann ein bisschen hübscher und dann irgendwie noch so die gewisse Extraklasse, wo die dann sonst was da drin haben, keine Ahnung, wahrscheinlich noch ein Masseur im Privaten oder so. Und wir sitzen hier und waschen unser Zeug ab in einem Fluss. Aber wir haben es nicht anders ausgesucht und mir gefällt's. Was ist mit dir? Ja, ich warte darauf, dass dich ein Hai von hinten attackiert. Das wäre doch mal eine richtig geile Aufnahme. Ich dachte jetzt, du kommst. Oder ein Riesenkarpfen, oder? Dass dir kalt ist oder so.
Ja, es ist ziemlich frisch. Ja. Auch wenn es hier nicht so aussieht. Das stimmt. In Tasmania ist es echt auf jeden Fall einiges kälter als in Sydney. Oder generell auf der anderen Seite dort. Ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dem Video abwaschen mit Hendrik und Patrick. Wobei ja, das Patrick Video ist der Kameramann. Jetzt mit Hendrixertainment. Ja, okay. Fall noch rein. Jo, wir sind hier in der Nähe von Stanley, oder? Ja. Haben jetzt einen sehr schönen Platz gefunden, mussten erstmal die ganze Zeit suchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es für uns keine Toiletten gibt für die kostenlosen Camper. Aber guckt euch mal diesen wunderschönen Grill an, wie sauber der ist. Nein, so sah genau. Er vorher aus. Vorher. Nachher. Nachher. Aber dafür gibt es halt ein geiles Frühstück mit Rührei, ein bisschen mehr Schinken, Wurst oder was auch immer das für eine Wurst sein soll. Und Toast. Ja, das wollten wir noch mal kurz zeigen und genau, das war es eigentlich schon wieder von uns. Ansonsten gehen wir dann noch ein bisschen Tennis spielen. Oder ins Schwimmbad. Oder ins Gym. Ja, es scheint ein sehr, sehr geiles Resort hier zu sein, sehr schick. Und wir sind die einzigen auf dem kostenlosen Campingplatz. Alle anderen sind da hinten da in den Bungalows. Wenn man das überhaupt Bungalow nennen kann, also das sind echt schicke Dinge, also. Egal. Wir sind jetzt fertig hier. Und jetzt wird schnabuliert. Ja, wieder Ort. Scheiße. Hast du mal vorne geguckt? Ey, das ist unnormal. Das sind, wie Sie sehen, sind ja, nur zwei Zimmer belegt. Der Rest ist ja verfügbar. Das heißt, der Ort ist ja ziemlich busy. Oder eben der tot. Moin, moin, Leute. Habt ihr Bock auf ein neues Tutorial? Ich habe mir wieder eine richtig geile Location rausgesucht für heute. Wir sind immer noch in Tasmania. Haben gefühlt die 4 Tage, die wir jetzt schon hier sind, 5 Leute gesehen. Wirklich, also die Straßen wie neu. Hier ist nichts los. Also wer irgendwie mal seine Ruhe haben will oder so, der sollte hierher ziehen. Hier gibt es auch ganz, ganz viele Häuser, die verkauft werden. Also, wer da Bock drauf hat, kann hier gerne hinziehen. Auf jeden Fall naturmäßig sehr, sehr schön. Ich jetzt weiter laber. Hier, das Tutorial. Also, heute würde ich gerne einen Babyfreeze mit euch machen. Babyfreeze, einer der ersten Breakdance-Freezes, die man so macht. Weil es halt logischerweise einer der einfachsten ist. Also, ganz einfach. Ihr nehmt euren linken Arm. Nehmt den Ellbogen, richtig hier, so, zwischen die Kuhle. Genau, wenn ihr euer Bein ranzieht, dann entsteht hier so eine kleine Lücke. Da müsst ihr rein, ja? Da müsst ihr rein, das muss richtig fest sein. Und dann setzt ihr ab. Vergesst aber vorher noch nicht, dass ihr euren Oberarm, den Trizeps, hier unten ist der Trizeps, der muss hier an die Seite, ja, da wo eure seitlichen Bauchmuskeln sind und wo die Rippen, da wo die Rippen enden, da so dazwischen, da die Lücke müsst ihr finden, dann setzt ihr ab. Wenn ihr soweit seid, am besten noch ganz vorsichtig euren Kopf absetzen und wenn ihr dann die Balance gefunden habt, zieht ihr die Beine ran und ihr müsst ganz wichtig wirklich in der Mitte sein, damit ihr mit eurem Bein machen könnt, was ihr wollt, ohne dass ihr irgendwie aus der Balance kommt oder rausfällt oder sonst was. Rein.
absetzen. Und da seht ihr schon, da Beinfreiheit. So, das war für, soweit ich weiß, die Linkshänder. Jetzt nehmen wir noch mal schnell die Rechtshänder durch hier. Also, da ist genau das gleiche Prinzip, wie ich es gerade erklärt habe. Deswegen mache ich das einfach mal ganz schnell. Am besten sowas wie in Zeitraffer. Und nochmal. Herzseite. Rein. Absetzen. Kopf absetzen. Und Beinfreiheit. Also. Sehr schnell zu lernen. Schreibt es in die Kommentare, wenn noch irgendwas gefehlt hat, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt oder sowas, wenn ich irgendwas nachtragen soll. Ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, denn ich lerne ja auch noch dazu. Also, ich wiederhole es gerne nochmal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ein Like oder sonst was. Und ja, besucht ab und zu auch mal mein Instagram. Da passieren auch ganz viele Dinge, wo ich gerade bin und wie auch weiter und so fort. Ja, genießt noch ein bisschen die wunderschöne Location. Ich verabschiede mich mit dem Baby Freeze und see you later.